Also ich war in Stockholm und habe in Stockholm das meiste geschrieben im Sommer an Musik für die Platte. Und ich bin schon immer ein großer, also ich habe einen Hochseeschein und bin großer Schiffsfanatiker. Und für mich repräsentiert, also allein in Stockholm gibt es 130.000 Boote, allein die Stockholmer. Und wenn die dann alle da in den Schären durcheinander flitzen, das hat immer sowas von Lebensfreude und Spaß. Und dieses Schiff an sich symbolisiert auch früher als Kind schon immer, wenn ich waren wir viel in Holland, wenn Schiffe da fuhren, das fand ich immer, das hat sowas Energiespendendes. Und es ging einfach um so einen Aufbruch, es ging einfach um die Idee, so eine Aufbruchsstimmung, so eine Lebensfreude auszudrücken und die auch zu schaffen, ohne dass man jemand anders dazu braucht. Wenn jemand mitmachen will, kann er mitgehen, aber wenn nicht, macht es auch nichts. Und ich fand das Wort Schiffsverkehr einfach schön, weil es wirkt so, als wenn lauter Schiffe durcheinander wuseln. Oder ich war mal in Monte Carlo bei diesem Autorennen, da fahren die dann auch alle durcheinander. Wie dem auch sei, es soll einfach ein frohes, dynamisches, lebensbejahendes Lied sein, was einfach, und das Wort Schiffsverkehr soll das symbolisieren. Das Boot war ja umgekehrt, das Boot fuhr erstmal unter Wasser. Und dazu kam, dass wenn die über Wasser fahren mussten, dann wurden die alle seekrank, weil die Schiffe ja gar nicht ausgelegt waren für Überwasserfahrten. Also das Boot hat ehrlich gesagt, hat mich da nicht, das war Zufall, dass ich da mitgespielt habe. Aber die Sehnsucht oder die Liebe zu Schiffen hatte ich schon immer. Wir haben zum größten Teil in Stockholm aufgenommen. Netterweise hat uns der Benny von ABBA sein Studio zur Verfügung gestellt. Und dann, das war eine wunderschöne Zeit. Wir waren natürlich im Hochsommer in Stockholm. Und das ist direkt am Wasser halt. Und da fahren auch diese riesen Kreuzfahrtschiffe bis an die Hauptstraße. Da kann man da aussteigen, ein bisschen einkaufen gehen, fährt dann wieder raus. Ich war zum ersten Mal in Stockholm und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Stadt. Und das hat einen einfach motiviert. Und die ganze Platte ist, die meisten Stücke sind da entstanden, wirklich im Sommer am Wasser. Mit ständig irgendwelchen Dreimastern oder eben diesen unfassbaren Städten, die da auf dem Wasser rumfahren. Das sind ja riesen, riesen, riesen Trümmer. Und dann sind wir immer auch rausgegangen. Ja, aber das meiste haben wir in Stockholm gemacht und das war sehr schön. Die Geschichte des Videos ist eben, also ich bin da noch kurz zu sehen, weil ich noch mitten in der Platte stecke. Aber es geht eben auch um Aufbruch. Jemand mit einem Mofa und einem Boot hinten dran versucht zum Meer zu kommen und um gleichzeitig eben auch das sich da auszutoben. Und soll eben im gleichen Sinne einfach diese Euphorie zu beschreiben, wenn man einfach auch mit seiner Vergangenheit, wenn man es schafft, die zu klären, im Grunde, wenn man seinen Frieden mit der Vergangenheit schließt. Und einfach sagt, ich will jetzt nach vorne, ich will aufbrechen. Und das ist in dem Video, denke ich, symbolisiert der mit seinem Mofa und seinem Schiff. Ich bin bester Dinge, weil die Platte richtig gut ist. Also ist richtig gut. Und hat eben diesen Druck auch. Sie ist sicherlich, sagen wir mal, in der musikalischen Art eine andere Dynamik als jetzt 12. Und es ist auch eine andere Zeit, denke ich. Ich denke, nach diesen 2000er Jahren, den ersten 10, mit allem, was dazugehörte, ist es jetzt einfach an der Zeit, so mich bereit zu machen für die nächsten 40 Jahre oder 50 Jahre. Und auch künstlerisch, denke ich. Und die Platte hat den Druck. Während man dann mittendrin hängt, ist man natürlich, zweifelt man natürlich maßlos und ist alles nicht gut genug und die Texte, oh Gott, aber grundsätzlich weiß ich, dass das eine unheimlich kräftige und starke Platte ist. Weil der so eine, das ist einfach, man wählt die einfach aus nach dem Bauch, weil man einfach, das hat eine Dynamik, es hat eine Frische, es ist nicht das Gewöhnlichste, was man so erwartet, es ist keine Ballade oder irgendwas. Und das zwingt sich quasi, also eine Single letztendlich, wenn man die Stücke alle hört, und die hören wir dann schon andauernd, zwingen sich irgendwann die Stücke auf. Das sind dann so die haben auch selber die meisten Freude machen, wenn man sie immer wieder hört. Und ich denke, die knallt gut und wir haben eben auch einen tollen Mischer, der Michael Brower, das ist ein New Yorker. Und der hat auch so gemischt wie so ein Raffmix quasi, also alles nur aufgedreht und selber auch viel Freude dabei gehabt. Aber mehr tiefere Begründung gibt es da gar nicht.